Willkommen zurück zu Deus Ex. Nicht da drüben, sondern beim Nachstellen habe ich was rausgefunden, nämlich hier. Da ist der Eingang nach drin. Hier gibt es einen Datenbus mit dem Zugangscode für das Büro der NSF. Der Code ist die 9923. Aber weil ich keinen Bock habe, da jetzt wieder rüber zu laufen, habe ich da drüben gespeichert und lade einfach schnell. Genau, ich habe das Ganze hier schon mal, zum zweiten Mal noch gemacht, nach der letzten Folge. Eigentlich sogar während der Aufnahme für die letzte Folge. Nur habe ich da es leider hingekriegt, die letzte halbe Stunde der Aufnahme zu, naja, aus Versehen zu verwerfen, sage ich mal. Ich habe keinen Sinn gemacht. Und ich würde hier gerne den Raketenwerfer verwenden. Haha, wo kommt der denn her? The power just died at the NSF headquarters. Oh, this now is it's the Generator tot. This is ja. Careful, these UNATCO guys got all the tricks. Das ging jetzt schneller als gedacht mit dem Hermann. Ich dachte nicht, dass da sofort der Generator drauf geht. Weil es gibt hier drin noch ein paar Dinge zu entdecken, die würde ich gerne zeigen. Und das mache ich jetzt einfach mal und erledige währenddessen die NSF-Schurken. Verdammt! Ich habe übrigens das automatische Laden wieder eingestellt. Ich weiß nicht, ob das ankam oder ob das zusammen in der letzten halben Stunde verloren ging. So, muss das sein? Gut, was hat der? Munition! K.O.-Pfeil für die Armbrust, nochmal Munition und Pistolenmunition. Da ist noch ein Schuss drin, die lade ich gleich nach. Wieder hat auch noch einen Schuss, die lade ich auch gleich nach. Muss hier noch was rein. Und wie schaut sie aus? 5 Schuss, also eine Salve sozusagen. Quasi. Benutze ich, um hier reinzukommen. Dachte ich mir gerade so. Also, dann eben so. So, weil hier ist die Kommandozentrale. Da kommt man auch hinten rum rein. Und abgesehen von Schrot kann man hier. Ich weiß gar nicht, ob ich die Zugangsdaten habe. Steward, nee, MJ12 oder MJ12, Majestic 12 wird es nachher noch heißen. Das ist nicht die NSF. Das ist auch wieder. Ne. Ich habe keine NSF-Zugangsdaten. Also hacke ich mich da einfach mal rein. Also der Generator ist jetzt durch die Raketenexplosion scheinbar schon durch 2 oder 3 Decken mit zerstört worden. Was ich ein bisschen seltsam finde. Aber man kann hier auch das Kühlsystem des Generators abschalten. E-Mails, allerdings gibt es hier keine. Warum ist jetzt der. Achso, der Alarm ist jetzt an, weil der Generator natürlich noch mehr explodiert. Da sind so kleine Fässer, die explodieren. Also man sieht hier, es gibt hier einige Möglichkeiten, den Generator zu zerstören. Ups. Nee, die willst du nicht wegstecken, sondern. Ich wollte den durchsuchen. Jetzt gucke ich gerade mal, sind das Magazine unten oder sind das die einzelnen Schüsse? Ich habe jetzt einen Schuss in der Waffe drin und 24 unten. Okay, das sind Magazine. Ich dachte, das wären einzelne Patronen. Na gut, wieder was gelernt. Nein, ich bin runter. Ganz normal nach unten. Habe ich irgendwas zum Heilen dabei? Ja, Medikits. Die heilen 75, das heißt, über 25 zu heilen wäre Verschwendung. Hier ist noch ein anderer Eingang, den mache ich gleich mal zu, weil da die Hunde sind. Ich sagte zu. Zu, damit die Hunde nicht reinkommen. Ja, so ist gut. Das ist der Hintereingang, wo ich in der letzten oder vorletzten Folge vom Dach
runtergeschossen habe. Das sind auch die Hunde von dort. Ich kann da nicht runter. Es gibt hier noch... Das ist nichts. Es gibt ja noch ein paar Dinge. Erstmal explodierende Fässer, da muss ich aufpassen. In den Toiletten... Weiß ich gar nicht. Ist hier noch was? Erstmal die Männerseite. Nein. Da liegt auch nichts drin. Und wenn, würde ich es nicht nehmen. Und hier... Hier ist nichts, da gibt es auch nichts und auch nicht innen drin. Und auch hier gilt, wenn es drin wäre, würde ich es nicht nehmen. Es sind hier Schokolade und Soda. Die schnappe ich mir für ja, jeweils 10 Stück pro 2 Credits. Also für 40 Credits kann ich jetzt hier 40 Punkte halten. Das lasse ich mir nicht nehmen. Sieht auch schon ein bisschen besser aus. Einmal kurz schnell speichern. Weil wenn ich eine Sache gemerkt habe, beim letzten Mal, als ich hier blind reingestürmt bin, dann, dass man regelmäßig speichern sollte. So, was haben wir denn hier? 2 Dietriche. Da gehe ich doch mal glatt rein. Da rechts ist eine Kamera. Yeah, da ist eine Kamera. Was ist das denn? Ein Dietrich, den will ich. Was gibt's hier? Oh, Pistolenmunition. Wunderbar. Nimm, komm schnell raus. Raketen brauche ich nicht. Jetzt hatte ich mich gesehen. Yikes. Ich sollte mich doch heilen. Lalala. Wo ist meine Rüstung? Ach ja, die habe ich weggeworfen, weil ich sie ja nicht mehr brauche. War so meine Idee dahinter. Okay. Mal schnell durch. Hier noch eine Tür. Da sind 2 Kissen. Lamb und Lamb. Dann hänge ich mich da mal rein. Unter den Tisch, hat man gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich komme gleich nochmal drauf zurück und gucke da rein. Ist ein Tresor. Bla bla. Jay Lebedev. Okay, Lebedev ist das L in JL. Gut zu wissen. Türstärke 50%. Brecheisen funktioniert nicht. Pistole leider auch nicht. Vielleicht Sturmgewehr? Nein. Dann muss eben doch die Lähm herhalten. So, wie mache ich das am besten? Oh, ich schmeiß die einfach hier auf den Boden. Und dann renne ich raus. Dann renne ich zurück. Hui. Da habe ich ja was angestellt. Das nervige Sicherheitssystem eigentlich abstellen. Ich dachte gerade, ich hätte mein Mikro nicht an. Das wäre jetzt die zweite Aufnahme in Folge, die nicht richtig funktioniert. Aber nein, es scheint zu funktionieren. Geschütze kann ich nicht umstellen. Ah, schnell abmelden, bevor der Alarm losgeht. Oh, ein Implantatmodul. Was für eins denn? Das ist die Umgebungsresistenz. Die hatte ich schon. Lautlos gehen. Wow, das gefällt mir. Das möchte ich behalten. Einmal speichern. Ah, die war gerade noch offen. Was gibt's hier noch? Kamera. Hier noch irgendwas rum. Das ist, glaube ich, das Fenster in dem Raum mit dem Giftgas von eben. Pistolenmunition. Selbstschussanlage. Nicht gut. Ja, genau, da ist das Giftzeug. Okay. Und damit bin ich hier durch. Sind die explodierenden Fässer rechts. Den sollte ich ein bisschen ausweichen. Da war ich hinten gerade drin. Oder? War ich hier? Ja, da war ich genau. Das ist der andere Eingang. Gut, dann ab nach oben zu Agent Hermann. Und die Mission erfolgreich beenden. Yippie! Zurück ins Hauptquartier. Heilen, neu ausrüsten, neue Befehle holen, Lage besprechen. Alles, was eben dazugehört. Ich würde sagen... Das hier, Hell's Kitchen, hat zwar jetzt eine Weile gedauert,
Aber alles in allem war es doch ein voller Erfolg. Vandalie has assigned me the peacekeeping occupation of this district. Ja, ich habe gerade Frieden gemacht. Du kannst ihn behalten. How's the raid going? We should have sent Agent Navarre. Your brother is timid like a child. Did something go wrong? You do not need to hear anything from me. Take the helicopter back to base. I am sure Vandalie has planned a debriefing for the top agents. Ja, sicher hat er das. Kann mir nicht vorstellen. Was soll ich mit dem Messer? Warum haben die alle Messer dabei? Die will ich doch gar nicht. So, für den Fall der Fälle, dass ich doch nochmal hier irgendwie zurück muss oder was vergessen habe, speichere ich nochmal. Das hier ist übrigens der, das ist der Speicherstand. In der missglückten Aufnahme. Hey, you're the guy I talked to at the Underworld Bar, right? The one asking for beer. Das ist der Area 51-Typ. Cool. Let's go. Vielleicht war das doch kein Unsinn, das er erzählt hat. Ich dachte, das wäre irgend so ein dahergelaufener Typ, der irgendeinen Mist erzählt. Aber wenn er für United arbeitet als Pilot, dann ist da vielleicht doch was dran. Wer weiß. United Quartier. Das sieht doch vertraut aus. Schön. Gibt's hier irgendwas Neues? Ja! Ein Multitool. Wow! Und da ist man noch zu 0451. Oha, was ist das denn? Reparaturbot. Der kann quasi drei Zellen ersetzen. Drei bioelektrische Zellen. Das ist ja praktisch. Was gibt's hier? Leuchtfackeln? Ja, okay, die muss ich eigentlich nicht. Blabla über den Bot. Und da hinten? Nein. Wisst ihr was? Das Zeug da brauche ich nicht. Cool. Hat sich ja mal gelohnt, hier nochmal herzukommen. Und da liegt nochmal ein Dietrich. Wie nett. Das ist ja echt süß. Ich dachte eigentlich, wenn man das einmal holt, dann ist es weg. Für immer. Das Zeug, also das vom ersten Mal ist ja wahrscheinlich auch weg. Aber dass da neues Zeug kommt, das hätte ich nicht gedacht. Praktisch. Okay, also zu Manderly und melden. Was seid ihr denn für Typen? Mr. Dan. Yeah. Roboter. The prisoners on level 3 are a sensitive matter. Leave the interrogations to Mr. Simons. You are authorized to receive your orders from Joseph Manderly, after which you will return to the helipad. Simons. You guys from DC? What agency? Please proceed to Manderly's office. We will expect to see you shortly. Okay. Still haven't had a chance to clean my gun. Es gibt einen Gefangenen, aber ich darf ihn nicht verhören. Spontan würde ich ja sagen, genau das will ich jetzt tun. Was sagst du? If it wasn't for the warehouse, I'm sure you would have helped out with the firefight in front of the hotel. Erstmal ein bisschen Wasser trinken. Ich mir überlege, wie viel oder wie wenig er hier eigentlich trinkt und isst. Wobei, stimmt hier gar nicht. Zwischendurch die Soda und die Schokolade. So kalorientechnisch, ja, könnte es vielleicht sogar hinhauen. Du guckst weg. Lalala. Na du? Just filling out a report on the mop-up operation. Oh, das klingt langweilig. Ich lass dich mal arbeiten. Ist hier ein Safe? Seitdem. You told us to hang tight. Objectives remain, apparently. Seit dem Hotelzimmer von Paul bin ich da so ein bisschen. Bin ich da so ein bisschen paranoid, dass vielleicht hinter den Bildern irgendwas sein könnte? Oder hinter den Urkunden? Nein. Basketball. Schnapp ich mir. Mach die Tür wieder zu und. Hey, fang! Was macht der Bot mit dem Ball? Passiert da irgendwas? Those jerks from Washington think they own the place. Okay, jetzt noch runter, wenn er umherspringt? Ja! Ist ja süß. So, kurz ins eigene Büro. Gibt's hier was Neues? JCD Bionic Man. Glückwunsch, den ersten Einsatz überlebt. Danke. Aha. Ich wurde wohl getestet. Ja, ach was. Na dann. Oh, das ist neu. Letztes Mal war da hier noch ein Karton.
praktisch. Vielen Dank, wer immer das noch war. Passt immer noch nicht. Nein, links runter, hängt links runter. Da drin war, glaube ich, nichts. Ein Buch. Ja, bla bla. Ist hier was? Ah! I heard about the raid. Aber hier waren doch letztes Mal die Navara und der andere Typ. Die schnappe ich mir, aber weil es unten Medibots gibt, werde ich die nur einpacken und mitnehmen für unterwegs. Ein bisschen Pflegung. Was sagst du über die? Und ich habe irgendwelche Kontodaten noch zwischendurch gekriegt, die habe ich noch nicht abgerufen. Das mache ich jetzt mal eben schnell. Aha. Das war, glaube ich, das da. Das war der Datenkubus zwischen Hotel und Bar, glaube ich. Und die PIN ist 2867. 2867. Hä? Die PIN geändert? Wahrscheinlich. Na gut. Klappt das eben nicht. Das ist das neu? Bild Millennium Magazin. Millennium, die Zukunft des Geschäfts oder des Handels. Bob Page. Wird Aquinas die Welt ändern? Experten debattieren. Eine Welt mit unlimitierter Bandbreite. Oh, das hätte ich auch gerne. Vor allem beim YouTube-Videos hochladen. Und die Welt in Terrorismus. Oder Terrorismus. Die Welt im, ja, im Griff des Terrorismus sozusagen. So. Und den da wollte ich mitnehmen. Nein, dahin. Da ist Mandalay. Da muss ich noch hin. Aber erstmal nach unten heilen lassen. Von dem Bot. Und Ball spielen. Fangen! Bist du nicht die Frau vom Klo? Carry on, Agent. Sieht so aus. Das heißt, hier dürfte jetzt keiner mehr sein. Nee. Aber ich war da ja gar nicht drin gerade. Nee, nee. Ich würde denselben Fehler zweimal machen. Zu wenig Platz. Ist hier auch nichts. Nee. Letztes Mal lag da, glaube ich, irgendwas rum. Aber es waren irgendwie nur Zigaretten oder so. Also nichts wirklich Sinnvolles. Jacobson. Ach, das ist der Hacker, genau. Weiß der irgendwas Neues für mich? Nee, der ist ja gar nicht da. Oh, vielen Dank. Das nehme ich gerne an mich. Und ich habe zwischendurch etwas herausgefunden. Der Hacker, der Alex Jacobson, der hat hier so einen kleinen Atombunker oder so. Keine Ahnung, was das ist. Jedenfalls ein Geheimversteck mit Credits und einem Dietrich. Es ist nicht die Welt, aber nehme ich gerne mit. Ich glaube, ich lasse offen, damit er weiß, dass man es gefunden hat. Damit er sich ein besseres Versteck suchen kann oder so. So. Jetzt erstmal alles heilen. Vielen Dank. Und jetzt habe ich die Wahl zwischen. Tempoerhöhung. Verbessern die Lauf- und Klettergeschwindigkeit sowie die Sprungkraft eines Agenten. Ich erleide geringere Schäden nach Stürzen aus großer Höhe. Das klingt verdammt praktisch. Und das andere wäre die lautlose Bewegung. Ich glaube nicht, dass ich die brauche. Ich nehme die Tempoerhöhung. Das Schleichen, das ist was für den Zwergesel. Okay, und ich habe jetzt hier noch die Wahl zwischen Aqualunge. It's a living. Erhöhtes Lungenvolumen und auf der höchsten Stufe kann ich beliebig lange unter Wasser bleiben. Oder Umgebungsresistenz, um gegen Strahlen und Toxine resistenter zu sein. Das hier, glaube ich, brauche ich nicht unbedingt, aber das ist praktisch, wenn wieder Leute meinen, mit einer Armbrust mit vergifteten Pfeilen auf mich schießen zu müssen. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich doch, genau, ein Upgrade-Modul. Jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Auswahl, was ich damit upgrade. Und das würde ich gerne tun. Das hier, glaube ich, brauche ich nicht allzu oft. Die Kampfkraft, den Nahkampf auch nicht so wirklich, aber ich glaube, dass da. Das finde ich sinnvoll. Ja, Tempoerhöhung. Tempoerhöhung ist bestimmt super. So, ich laufe jetzt mal da nach hinten und währenddessen aktiviere ich die Tempoerhöhung. Wow. Und er kann auch deutlich höher springen. Was passiert?
wenn man es anschaltet, hochspringt und dann ausschaltet. Okay, er kriegt noch keinen. Keinen Fallschirm. Hey, what the hell? Vielleicht auf der höchsten Stufe. I took a few hits tonight. The doc had to operate. We'll get well soon, soldier. Yes, sir. I will. Gute Besserung, ne? Dr. Reyes said they took the bullet out. Thanks for talking to my friend. He admires you. Danke. Looks pretty bad down here. Keeps getting worse, too. You must be raining bullets out there. Yep. The NSF aren't kidding around. How you holding up? Fine. I lost one of the privates because a refrigeration unit went down. That's always hard. You've got a lot in your hands. Don't beat yourself up over faulty equipment. I knew what I was getting into when I joined up. Hmm. Ist hier drin was Neues? Oh, wow. Tatsächlich. Das lohnt sich ja voll, hier nochmal das abzusuchen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das habe ich beim letzten Mal, also beim nicht aufgenommenen Mal, tatsächlich auch gar nicht getan, weil ich mir dachte, ja, das kenne ich ja schon alles. Super. Da war ich drin. Und ich soll wohl... da gibt's kein Equipment. Na. Kann ich da eigentlich rein? Vielleicht soll ich vorher speichern. Agent Dent. Marvelous. Ah, in addition doch. To an accuracy wow. Weapon modification, I've got some 7.62mm... Mr. Carter, I can't tell you how great it is to be a part of UNATCO. You should have seen the fighting in Castle Clinton. Yeah? I cleaned the place out. Went in shooting, huh? I guess that's what this agency is known for. I never thought I'd see this much action in one mission. Hey, international peacekeepers were citizens first and soldiers second. You can forget about that extra ammo. I'm only gonna give you the multi-tools. I think you should concentrate more on mission objectives and less on the enemy body count. Ach Mensch. Naja, immerhin. Munition habe ich ja genug zwischendurch gefunden. Komme ich da eigentlich rein? Ich will da mal rein und das Zeug selber plündern. Präzision geht wie immer auf die Pistole. Ich mache das zu einer Sniper-Pistole. Pfeile für die Armbrust, eine Biozelle. Zigaretten brauche ich nicht. Darauf gibt's nichts. Was zum Essen. Ich kann nicht mehr Soda tragen. Warum nicht? Fernglas habe ich zwischendurch weggeworfen. Finde ich unpraktisch, eigentlich unnötig, weil ich habe ja erstens das hier und zweitens das da. Also sehe ich nicht ganz ein, wofür ich das Fernglas brauche. We tried everything. I don't think you're supposed to be down here, Agent. Ja, ich dachte das. Zwei Gefangene. Aha. Und die verhören sich jetzt gegenseitig? Oder wie funktioniert das? Wir sind da nicht so sicher. I won't say anything, but I think you should go. Na, wofür habe ich es denn? Wenn nicht, um schnell hier nach oben zu kommen. Das ist praktisch. Ich würde wetten, Zwergesel hat das Schleichen gewählt. Speichern nochmal. I was here first. Ja und? Mr. Manderly is in a meeting, JC. You'll have to wait. I was told to report for a debriefing. A debriefing. Do not worry. I will state in my report that I was satisfied with your performance. Danke, ich auch. Be quiet. I am trying to listen. A little more decorum, please. Lieber nicht hacken. Just fire the arrogant son of a bitch. I wasn't exaggerating. He's our best agent. We don't need him. We've got his brother. And more on the way. Meine mich oder Paul? He knows nothing. Mich? I think he does. You should never have sent him to Hong Kong. Paul. We have to look at the whole record. Look, I understand. He was your pet project, but it's out of my hands. Now that the shipment's been lost... I know. I will comply with the order. That's all I ask. Carry on. I'm going downstairs to interrogate the prisoners. Die Gefangenen. I cannot wait forever. Aber die Stimme kommt mir bekannt vor. Ist das nicht der Typ vom Anfang aus dem Intro? Wo ich dachte, das wäre einer der Bösen. Carry on, Agent. Entschuldigung? Bist du nicht einer Agent von den Bösen? Denton, at your service. Denton. Regierung. Yes, I hear you're turning out to be quite an asset to the Coalition. Danke. Doing my best, sir. Forgive me, but I do not believe I know your name. We aren't ready for an introduction yet. No, it's not time. Just keep your nose to the pavement. You'll be well rewarded. Trust me. Okay. You aren't needed, Agent. Hey,
Manderley will give you your orders. Aber du bist doch einer von den Bösen. Ich finde es nicht gut, dass hier einer von den Bösen rumrennt. Sag mal, könntest du... Du bist doch einer von den Bösen. Ich kenne dich doch am Anfang. Mist. Okay. Na gut. Dann eben. I cannot wait forever. Bist du zuerst rein? See you when he's ready. Bist du zuerst rein? I am next. Ja, dann geh. Na, hier. Ladies first. Na? Auf. Dann halt nicht. Dumm, die dumm. Hello, JC. Come in. Da hinten liegt noch einer. Ganz links. Task first. Your op bonus is split between the Castle Clinton and Warehouse objectives, 500 each. Cool. You get the full 1,000 plus 200 for how you handle the hostage situation in the Battery Park subway station. Cool. Good work. Sich hat doch belohnt, die beiden. Thank you, sir. Geisen. Who is that you're meeting with? Politics, bureaucracy, mismanagement. JC, I've got some bad news. The mission failed. Was? I would have taken out that JoJo punk, but he wasn't even in the warehouse. Never mind that. He slipped out before you even got to New York. What about the shipment? I'm just going to say it straight, JC. Your brother screwed up. We got nothing, and he's taking the heat this time. The Coalition is letting him go. What went wrong? We don't know. He hasn't reported back. The rest of the Strike Force says he lost his nerve. I think he was trying to avoid casualties. In Hell's Kitchen, instead of clips for the troops, he was issuing tear gas. Mm-hmm. Whatever the case, now it's your turn. We've got one more chance to retake that shipment. Has it been located? Take the chopper back to the city. We know they plan to put the Ambrosia on a plane, but we don't know which airfield. Mm-hmm. Where should I start? If I were the NSF, I'd be moving it through the subways, the abandoned parts of the infrastructure. I'll check out the subways. I have been waiting for You have your orders for Mr. Manderley. Yep, alles klar. Das ist dann wohl die nächste Mission. Aha. Weil es überall was Neues gibt. Da lag letztes Mal, glaube ich, Schokolade rum. You aren't alone, Anna. Nicht. Aber ein Schlüssel. Haha, für hier. Wie praktisch. Munition. Wunderbar. Was ist das? Oha. Was ist das denn? Hier gibt es nichts. Na, vielleicht beim nächsten Mal wieder im Hauptquartier. Ich schließe mal eben zu, damit hier keiner Verdacht schöpft. Oder auch. Moment. Hab ich da schon reingeguckt? Ne, aber da ist nichts. Also, ne, dip. Zuschließen. Fein. Ja. Ich habe die neue Mission. Ich will mir aber kurz das Verhör anhören. War das hier? Jacobson? Nein. Das muss hier gewesen sein. Genau, hinter dem Büro von Don't listen to what they're saying about the shootout. Hier sollte der Typ sein. I don't think you're supposed to be down here. I have one question. They already asked. I don't know. One must admire a man who can keep a secret because he has value. What you know more than others makes money and gives you a measure of power. You Walton Simons, you think I could be bribed? Margaret Forsyth, under NSF protection in Queens. Your son Richard, attending Bronx Science. You see, I have a few relevant facts myself. Oh, wow. Care to make a trade? You wouldn't dare. I'll give you 2 seconds to decide. Get out of here, Denton. This is none of your business. Okay. I won't say anything, but I think you should go. Time's up. Where is the NSF taking the Ambrosia? They asked me already. I don't know. Need I remind you that in the case of a national emergency, FEMA has a list of 6 million Americans who will be transported to detention centers? Was? Your tabloids call it RX-84. Yeah, including the President, Congress, and the Supreme Court. In my position, I find it very easy to add names to that list. Go to hell. Hm. Interessant. We lost a buddy of ours in the park. Interessant. Der Typ hat also wohl einiges zu melden in höheren Kreisen. Vielleicht ist er doch tatsächlich einer von den nicht, zumindest nicht ganz so guten.
Moment, wie war das? Da unten war doch so ein... Nee, da war draußen der Bot für die... Gerade überlegt. Ich will jetzt nochmal die bioelektrische Kraft auffüllen, bevor ich mich zur Mission begebe. Aber der Bot dafür, da war ja draußen und nicht hier drin. Jetzt bin ich mir noch nicht sicher, ob die Mission da draußen anfängt. Das wollte ich mir für die nächste Aufnahme und die nächste Folge aufsparen, deswegen speichere ich nochmal. I'd like to know what the feds are doing down in this cell. Okay, scheint zu funktionieren. Also dann. 0, 4, 5, 1. Temporierung kurz ausschalten. Einmal aufladen. Dann kann ich mit voll 100% Gesundheit und 100% Energie die nächste Mission starten. We lost a buddy of ours in the park in Hell's Kitchen. Glaube ich, melden. Guess there wasn't much you could do. Get on the helicopter, Mr. Denton. Simons okay, did not appreciate your interference. Na gut. They told us to hang tight. Das heißt, ich nehme an, ich muss den jetzt genau Rechtsklick aktivieren. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich, wie gesagt, das Ganze mir für die nächste Aufnahme und die nächste Folge aufheben will. Und deswegen habe ich jetzt gespeichert und verabschiede mich mit diesem wunderschönen Bild vom Mond. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.